Der Amerikaner-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western-Reitsportveranstaltung. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Name? Raphael Disli. Spitzname? Raffi. Beruf? Pferdetrainer. Alter? 41. Kurz denken. Hobby? Nicht mehr so oft. Fahrradfahren, Surfen, aber leider fehlt mir die Zeit dafür. Besonderes Kennzeichen? Ich selber? Positiv, meistens, doch, würde ich sagen. Beziehungsstatus? Vergeben. Kinder? Keine. Dein perfekter Ausgleich zum Reiten? Die Natur tatsächlich. Oder ab und zu auch mal in die Stadt. Kommt drauf an, wie so die Stimmung ist. Aber grundsätzlich bin ich der Naturmensch. Dein Vorbild? Mein Vorbild? Es gibt verschiedene Vorbilder. Es sind vor allen Dingen Trainer, die eine Sache erzeugen können, die mich fasziniert oder bewegt. Also irgendeine Art von Verbindung mit dem Pferd oder, um jetzt Namen zu nennen, Les Vogt, mein eigener Vater natürlich auch. Und ja, auch verschiedene Menschen, die müssen gar nicht namhaft sein, wo ich irgendwas sehe, was mich quasi mitreißt und das verstehen möchte. Das finde ich immer faszinierend. The Special Horse. Cisco. Wer ist Cisco? Cisco war eins meiner ersten Pferde. Und ja, mit dem habe ich einfach am meisten gelernt, wir haben am meisten zusammen erlebt. Und ja, irgendwie ist das das große Pferd in meinem Leben, wo ich immer irgendwie so einen Bezug zu habe. Was ist dein Lebensmotto? Leben und leben lassen. Und einfach mal das Leben nicht so ernst nehmen und auch Vorsicht sein, nicht so viel verurteilen und vorurteilen. Die Oder-Fragen. Whisky oder Bier? Whisky. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig? Salzig. Stute oder Hengst? Hengst. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Klassenclown oder Nerd? Ja, Klassenclown. Wald oder Meer? Schwierig, beides echt gleich. Du sagtest Hengst. Warum Hengst? Ja, die haben so ein bisschen mehr, das ist natürlich, man kann ja nie generalisieren, aber ich finde, die haben ein bisschen mehr Herz. Also kannst von denen eine stärkere Bindung fordern in gewissen Situationen oder dass sie sich mehr für dich einsetzen, was aber nicht auch wirklich generalisierbar ist. Aber eben, wenn entweder oder, dann Hengst. Stuten sind oft ein bisschen schwieriger, zickiger, sind sie aber auch nicht alle. Also deswegen kann man das nicht generalisieren, aber ich würde mich trotzdem immer für den Hengst entscheiden. Oder Wallach? Das ist natürlich die beste Option, wenn ja. Du stressfrei reiten willst. Nimmst du den Wallach. Ich möchte gerne ein paar Jahre zurückgehen. Ja. In deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Du bist der Sohn von Jean-Claude Disli, der sehr bekannt ist. Magda Disli, die auch sehr bekannt ist. Erzähl doch mal. Sie, ja. Und ja, wie war das? Meine Kindheit. Deine Kindheit war ja sehr pferdelastig natürlich. Wir waren alle auf der Ranch in Andalusien, auf der Hacienda Buena Suerte. Ich muss sagen, als Kind war es natürlich schon ein bisschen ein monotones Leben, ne? Also immer auf der Farm. Die Schule war so ein bisschen der soziale Kontakt. Und am Anfang, also gerade als Kind nicht, und danach so in der Jugend, kommt schon so eine Zeit, da denkst du dir, um Gottes Willen, ne? Irgendwie immer auf der Ranch und so. Und das war auch eine Zeit, da hatte ich auch gar keinen Bezug zu Pferden. Also keinen tieferen oder keinen Drang, mich damit auseinanderzusetzen. Das ging dann erst so mit 16, 17 los. Da hat mich auf einmal doch fasziniert. Und nach und nach ist da irgendwie eine Passion draus geworden. Ich weiß bis heute auch nicht, was mich immer wieder angetrieben hat, da weiterzumachen. Aber das war ja nicht deine Frage, vielleicht kommt die ja später noch. Und ja, aber meine Kindheit würde ich so beschreiben, dass es halt sehr landbezogen war, was in gewissen Situationen und Altersabschnitten sehr, sehr schön war. Und dann, ich denke mal so, ab den 13, 14, 15 wurde es ein bisschen anstrengender und danach dann war es wieder sehr, sehr schön. Wie würdest du das so empfinden, wie du mit Kenzie aufgewachsen bist? Weil du bist ja doch 10 Jahre älter. Genau. Ja, ich würde mal sagen, das Aufwachsen mit Kenzie war so wie jede Bruderschwester. Ne? Also man hat sich gezankt, man hat sich lieb gehabt. Aber ich glaube, wirklich zusammengeschweißt hat uns natürlich der Tod unserer Eltern. Dann merkst du auf einmal, das ist der einzige Mensch im Leben, den du wirklich noch an deiner Seite hast. Also man hat ja viele Menschen um sich herum, aber es ist tatsächlich der einzigste Mensch, den so eine dauerhafte Konstante in meinem Leben bildet, worauf man sich verlassen kann, wo man auch diese Nähe hat, wo man alles quasi auch erzählen kann, sich über alles unterhalten kann. Solche Menschen gibt es ja durchaus wenig. Ja, das war ja schon auch hart für euch, die ganzen, die sind ja fast beide relativ dicht beieinander gestorben. Ja, ziemlich nah aneinander, ja. Mhm.
Was hat das so für dich, was hat das mit dir gemacht? Ja, das ist halt schon sehr, sehr zerstörend, sage ich mal, weil du bist kaum aus einer Situation raus, dann kommt die nächste. Bei mir kam dann noch eine Trennung dazu von meiner Partnerin damals. Und das wirft dich schon sehr weit zurück oder in ein sehr tiefes Loch. Und da stehst du an dem Tag dann wirklich, also ich sag mal so, nachdem dann meine Mutter gestorben ist, Partnerin weg war, Vater war ja schon tot. Ja, dann stehst du schon an so einem Punkt in deinem Leben, wo du dich entscheiden musst, will ich das wirklich weitermachen? Kämpfe ich jetzt nochmal? Ziehe ich das jetzt durch oder lasse ich sein, gebe ich auf? Ja? Weil einfach die Energie fehlt, die Lust und ja, Motivation, Ziel, alles weg. Deswegen doch, es war schon eine harte Zeit auf jeden Fall. Also kämpfen weiter in Bezug auf die Hacienda Buena genau, Suerte. Das ganze Projekt am Leben zu erhalten, das Ganze, weil es war eine sehr schwierige Zeit, das ganze Team war aufgewühlt, der Hacienda war finanziell in dem Moment natürlich sehr angeschlagen. Die Therapien von meiner Mutter haben natürlich extrem viel Geld gekostet, weil sie auch sehr viel alternativ machen wollte, was ja auch normal verständlich ist, man probiert alles. Aber am Ende des Tages stehst du da mit einem Betrieb, der bankrott ist, mit einem Team, was komplett aufgelöst ist. Und ja, musste ich jetzt entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht? Und das war schon, glaube ich, die härteste Zeit in meinem Leben, da wieder rauszukommen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und es hat mich sehr viel weitergebracht im Leben, um zu sehen, wo meine Grenzen sind und was alles möglich ist und was vor allen Dingen deine innere Einstellung, dein Kopf, was der für eine Rolle spielt, um Sachen zu schaffen oder um zu versagen. Wie meinst du das? Ja, dass die Einstellung, dein Glaube an dich und an deine Stärke und an dein Ziel so groß sein muss, dass du dann wirklich quasi mit dieser Welle auch die ganzen Unebenheiten, die auf dem Weg sind, einfach überrollst. Und ja, daran zweifelt man ja oft am Anfang, ob das überhaupt möglich ist. Und desto mehr man an sich glaubt und überzeugt von der Sache ist, die man da tut, desto stärker wird man und desto mehr strahlt man das aus, desto mehr kommt das zurück und auf einmal kriegt man eine neue Dynamik in seinem Leben wieder. Am Anfang steht man da und denkt, ja, ich schaffe das nicht, das klappt nicht, das werde ich niemals schaffen. Und auch auf die Außeneinwirkung war so, ja, das wird er nicht packen, das schafft er nicht, das ist unmöglich. Also du stehst dann wirklich alleine da und musst sagen, ja, obwohl alles, blöd gesagt, fast alles gegen dich steht, soll ich jetzt diesen Kampf antreten oder nicht? Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wir hatten die erfolgreichsten Jahre, die Hacienda jemals hatte in den letzten Jahren. Und es ist natürlich auch sehr schön dann, wenn du auf einmal merkst, dass das alles auf einmal sich quasi positiv wandelt und sich auszahlt. Und dann geht es gar nicht dann am Ende ums Geld, sondern ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich auf der Couch saß und irgendwie so gedacht habe, weil du schaltest ja in so einen Notfallmodus ab dem Moment, wo du dich entscheidest, das Ganze zu machen. Und bist eigentlich Tag und Nacht nur damit beschäftigt. Und das hat schon sehr viel Energie gekostet. Also in der Zeit hatte ich auch einen Herzinfarkt, so einen leichten, bin ohnmächtig geworden in der Dusche, Sodbrennen. Du bist eigentlich unter Dauerstress. Und ich weiß noch, der Moment, ich saß in der Couch, das war dann zwei, drei Jahre später, und habe auf einmal gemerkt, ey, ich habe es geschafft. Das ist mir gar nicht bewusst geworden, weil ich immer noch am Rennen war, immer noch in Panik oder so, ne? Dieses, ich muss weiterkämpfen. Auf einmal gemerkt, scheiße, ich muss gar nicht mehr kämpfen. Ich habe es geschafft. Also klar, geschafft hat man es niemals, muss weitergehen, aber dieser Notstand, dieses, ne, ums Überleben kämpfen, diesen Punkt hatte ich überwunden. Und da ist irgendwie alles über mich zusammengebrochen, musste irgendwie die ganze Zeit heulen, wusste gar nicht warum. Einfach zu viele Emotionen, die da auch irgendwie nicht mehr hochkamen oder durften. Ja. Wie, das ist ja auch sehr kompliziert gewesen. Du hast jetzt wirklich einen sehr berühmten Vater. Die ganze Western-Szene beruft sich immer wieder auf ihn. Jean-Claude Disley ist halt eine Ikone, den man ja kennt. Die kennen sie, die auch sehr berühmt ist. Mhm. Und Magda natürlich ist auch sehr bekannt. Wie ist das für dich, so eine eigene Position zu finden? Nee, ganz lange war es für mich so, dass dieses quasi so präsent sein oder mich so nach außen zeigen, überhaupt nicht mein Wesen oder meiner Natur, tut es heute auch immer noch nicht, obwohl ich jetzt diese Sendung mache. Es war ganz lange so, dass ich das eher als negativ betrachtet habe für mich oder auch für die Menschen, die es machen. Ich habe immer gedacht, man macht sich zu sehr abhängig davon, was die Außenwelt von einem denkt. Ja? Ich kenne das ja eben genau, weil ich in diesem Umfeld aufgewachsen bin, wie viel Einfluss dann diese öffentliche Meinung oder diese Fans oder auf deinen Gemütszustand haben.
Ich wollte mich nie in diese Situation begeben. Ich war auch nie so, dass ich diesen Drang habe, überhaupt zu verspüren, oh, ich muss jetzt zeigen, was ich kann, dass ich toll bin, dass ich wichtig bin. Das ist es mir auch heute immer noch nicht wichtig, weil, ja, ich kann es nicht anders erklären, als ich spüre das einfach nicht. Also es ist mir nicht wichtig. Warum mache ich jetzt die Sendung, kann man natürlich dann fragen. Ja, es ist mir wichtig, irgendwas zu machen, womit ich Pferden und Menschen helfen kann. Das ja. Und dann hat sich diese Tür geöffnet und das ist natürlich eine tolle Plattform, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und das war auch der Hauptmotivator, jetzt diese Sendung in Angriff zu nehmen. Unsere heutige Ausgabe wird präsentiert durch unseren ersten Sponsor. Die Breuer Systemtechnik GmbH stellt der Amerikaner in Friedrichshafen erstmalig den Kaustar zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Europas beliebteste Cutting-Maschine, made im Erzgebirge. Profis und Freizeitreitern ersetzt der Kaustar ein reales Rind und bietet damit optimale Trainingsmöglichkeiten. Kommt in Friedrichshafen vorbei und schaut euch den Kaustar in Aktion an. Oder informiert euch vorab unter www.kaustar.de. Der Pferdetrainer. Verstehen, Vertrauen, Verbinden ist dein Slogan. Genau. Da bist du die Hauptfigur. Du bist der Pferdetrainer, genau, der auf Six läuft. Erzähl doch mal. Ich mache das aber mit Christina zusammen, Christina Breuer. Und bin auch sehr froh darum, dass sie mit dabei ist. Die Sendung heißt zwar Der Pferdetrainer, aber wir machen das zusammen. Ohne Gender. Müsste ja auch stehen, die Pferdetrainerin. Ja, das ist halt, war so der Name, der war schon. Und ja, soll aber ihre Teilnahme in der ganzen Situation nicht schmälern. Du bist da gerade ganz kurz schon mal drauf eingegangen, was deine Motivation dahinter ist. Ja, einmal das, dass ich irgendwie einen Weg gesucht habe, schon länger. Ich hatte immer überlegt, ja, mal ein Buch schreiben oder irgendwas, wo das Wissen, was ich mir angeeignet habe und auch das System irgendwie mal zu streuen, dass es vielleicht irgendjemandem helfen kann. Oder ne, das ist so, denke ich mal, von jedem Menschen das Ziel, wenn er irgendwas erreicht hat und die Chance hat, damit anderen zu helfen oder zu begeistern in dem Sinne. Ja, also auf jeden Fall, mich erfüllt das mit Glück. Und das war eine Motivation. Und ganz klar war die Motivation, okay, mein System, ich bin überzeugt davon, aber ist das auch wirklich so gut? Klar, ich mache das ganz oft bei mir zu Hause und Pferde und die kommen von Kunden, aber es ist immer irgendwie ja auch ein sicheres Umfeld. Ne? Du bist bei dir zu Hause, trainierst, machst, hast die Zeit der Welt und alles ist entspannt. So, jetzt kommst du zu so einem Projekt und dann gibt es ein ganz klares Zeitlimit, an dem Tag ist so, an dem Tag ist so, an dem Tag ist so. Und da musst du deine Fähigkeiten schon zu 100% ausreizen, um die Situation quasi so aufzubauen, dass das alles noch Sinn ergibt und dass du an dem Tag das auch so präsentieren kannst und das alles natürlich ganz klar mit Methoden, die ganz human und nachvollziehbar sind. Und das wollte ich mir selber beweisen, dass das möglich ist. Und der letzte Grund noch, ich bin extrem, wie du schon weißt, kamerascheu und auch eben nicht medienpräsentfreudig, also ich bin eher sehr zurückgezogen und mag diese Aufmerksamkeit eigentlich. Dann habe ich gedacht, naja, irgendwann in deinem Leben musst du ja mal diese Angst vor Kameras überwinden und das war natürlich dann auch eine gute Chance, das zu üben. Hattest du während, ich weiß nicht, ob man da schon so gut drauf eingehen kann, aber hattest du während des Drehs mal ein Pferd, wo du sagst, boah, der führt mich jetzt auch an die Grenzen? Nee, tatsächlich nicht. Also ganz ehrlich, bis jetzt, wir hatten vielleicht auch Glück oder nicht oder was auch immer, aber klar, der eine war schwieriger, der andere leichter, das sicherlich. Aber so, dass wir jetzt da standen und sagten, ja, keine Ahnung, wie kriegen wir das hin? Nee, das Gott sei Dank nicht. Wie ist das für dich jetzt selber dann, in so einem Rampenlicht zu stehen und berühmter zu sein? Hier und da finde ich das natürlich ganz schön, genieße das auch. Aber ich merke auch immer noch nach wie vor, es ist mir nicht wichtig. Also ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran, dass die Menschen wirklich mich mögen oder wirklich Interesse an mir haben. Sie haben an dem Pferdetrainer Interesse. Finden den interessant durch das, was er darstellt. Aber ich bin ja nicht nur der Pferdetrainer. Raphael ist ja noch viel mehr und was ganz anderes und hat ganz andere Sachen noch in sich. Das interessiert die Menschen dann doch nicht so sehr. Also vielleicht schon, aber du willst ja auch nicht jeden so nah an dich ranlassen. Deswegen meine ich, das ist so eine Blase, wo ich auch ab und zu reingehe und dann in dieser Rolle bin und es auch genieße.
Aber ich merke, okay, das wird jetzt nicht der Inhalt meines Lebens sein, der Pferdetrainer zu sein. Ich genieße es, solange es läuft. Das kann ja auch morgen schief gehen und ne, dann setzt man mich wieder ab, denn nun läuft nicht gut. Und wenn du dann dein ganzes Leben darauf fokussiert hast, diese Person zu sein, dann fällst du auch wieder in so ein großes Loch. Und genau davor habe ich am meisten Angst, weil das brauche ich nicht nochmal. Wir haben uns auf der Equitana vor ein paar Tagen darüber unterhalten, dass du immer eine Mütze trägst, obwohl du eigentlich ja ein Western-Trainer bist. Mhm. Vielleicht magst du dazu jetzt nochmal was erzählen, weil ich deine Antwort sehr interessant fand. Ja, also erstens denke ich, stehen die mir sehr gut, die Mützen. Also Cowboyhut auch, aber ein Cowboyhut für mich strahlt das so ein bisschen eine Verkleidung aus. Also das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die Menschen, die den tragen, das authentisch fühlen, aber so im Alltag siehst du dann die meisten trotzdem nicht mit Cowboyhut rumrennen. So. Hm. Und genau das ist die Ambivalenz, wo ich für mich dann empfinde, ja, es hat so einen Verkleidungsfaktor. Und ich finde, dieses Käppi, das kann ich immer und überall tragen, spielt keine Rolle und es definiert mich besser, weil ich ja jetzt nicht mehr 100% nur Western mache. Es ist auf jeden Fall meine Wurzel und ich finde es immer noch sehr faszinierend, das Ganze. Aber ich merke, es reicht nicht aus, um das, okay, jetzt tun wir das sehr weit extrapolieren von einer Mütze, aber trotzdem, um den Menschen oder Reiter zu definieren, der ich heute bin. Was machst du denn dann noch, wenn nicht nur Western? Also ich tue auch, bei mir zu Hause arbeiten wir viel mit der spanischen Reitweise, Doma Vaquera, baue ich eben auch mit einem mein Training oder eben Dressuraufgaben. Hier und da muss ich auch unsere Dressurpferde Korrektur reiten und machen und tun. Und ich merke auch da, das ist nochmal eine andere Welt, beruht aber immer auf den gleichen Grundprinzipien. Das finde ich immer so spannend, dass die Leute, und auch schade, dass die Leute immer denken, oh nee, Dressurreiten, Westernreiten, das sind alles komplett verschiedene Welten. Also das hat ja eins mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt ein paar grundlegende Unterschiede, aber es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten. Es gibt viel mehr Sachen, die eigentlich identisch funktionieren. Ja, klar, es werden andere Lektionen geritten und dadurch ein anderer Aufbau und Vorbereitung vonnöten. Aber grundsätzlich die physikalischen Gesetze und alles und Bewegung, Anatomie, all das ist identisch. Und auch die feine Hand, die leichte Hand, das Nachgeben, ne, also durchparieren, was du auch willst, es ist alles identisch. Der eine achtet mehr darauf, dass der Zügel etwas lockerer ist, der andere ein bisschen mehr Anlehnung. Aber das Grundprinzip, wie das Pferd einen versteht und wie man kommuniziert, finde ich trotzdem ist identisch. Findest du denn das Trainieren von einem spanischen Pferd anders als von einem Quarterhorse? Nee, wenn du in der Basis arbeitest, noch nicht. Nee, gar nicht. Und so vom Typ her? Kommt drauf an. Du kannst ja auch einen Quarter Spanisch ausbilden und umgekehrt. Deswegen, gerade die spanische Reitweise, da gibt es gar kein richtiges Typpferd. Also die meisten sind schon Cruzados, aber es gibt auch Lusitanos, es gibt auch Spanier, es gibt auch Westernpferde. Also welches Pferd definiert jetzt Doma Vaquera? Kannst du ja eigentlich nehmen, was du möchtest. Und fürs Westernreiten ja eigentlich auch. Naja, aber man sagt dem Quarterhorse ja schon so einen sehr braven, lernwilligen Charakter nach. Und die Spanier sind ja so vom Typ, Pferdetyp auch anders. Vom Interieur, also was sie so mitbringen an Wesen. Ist das schwieriger zu trainieren, oder? Nee, ich finde gar nicht, dass sie so unterschiedlich sind. Also ja, das Westernpferd ist mehr ein Arbeitspferd und der Spanier an sich wird gar nicht so viel für Doma Vaquera zum Beispiel benutzt, weil er eher so ein barockerer Typ ist. Das sind eben die Cruzados, also das sind so Mixe. Ne? Man mixt dann sehr gern Araber, Spanier-Mix und so Sachen, damit die ein bisschen mehr Pep kriegen, damit die ein bisschen leichter werden und wendiger. Und diese Pferde, ja okay, diese Cruzados sind meistens ein Tacken nervöser. Tacken, eben, da ist teilweise drei Viertel Araber drin. Die haben schon so ein bisschen mehr Blut, da hast du schon so ein lebendigeres Pferd. Da würde ich sagen, ja, da gibt es schon ein bisschen Unterschied zum Western-Pferd. Das auf jeden Fall. Wobei es auch Western-Linien gibt, die auch ein bisschen nervöser sind und hebeliger. Also da gibt es ja eben, gibt es ja auch eine breite Bandbreite, wo man sagen kann, gibt es eigentlich auch alles. Aber ja, grundlegend Quarter etwas ruhiger als jetzt der Cruzado, der sehr beliebt ist beim Doma Vaquera. Ich möchte gerne mal auf die Hacienda eingehen. Hacienda Buena Suerte. Wo liegt sie genau? Sie liegt eine Stunde von Sevilla entfernt. Sevilla, glaube ich, kennt fast jeder. Eine Stunde Fahrt ist man schon da. Und was erlebt man dann, wenn man auf der Hacienda ist?
Erzähl doch mal, was der Gast zu erwarten hat. Was erlebt man auf das Hinder? Naja, auf jeden Fall bieten wir natürlich Reitunterricht an in verschiedensten Disziplinen, Spanisch, Dressur, Western, Horsemanship. Wir haben einen neuen Working Agitation Platz gebaut, der dauerhaft aufgebaut ist. Also Working Agitation machen wir auch. Und auch ein Extreme Trail. Also das sind die zwei neuen Plätze, die ich jetzt noch dazu gebaut habe. Plus eine Halle, aber die ist ja jetzt reitweisen unabhängig. Ja, ich glaube für Reiter und Nichtreiter auch. Die Nichtreiter genießen meistens den Pool, die Ausflugsmöglichkeiten. Wir sind sehr nahe an Städten wie Sevilla, Cádiz, Granada, Jerez de la Frontera. Man kann natürlich auch die Zeit damit verbringen, schöne Ausflüge zu machen oder eben einen Pool. Dann gibt es bei uns alle Mahlzeiten. Also die Leute werden rundum verpflegt, morgens, mittags, abends. Es gibt verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten. Wir haben Häuschen, Apartments und Zimmer. Ja, eine Bar, ganz wichtig. Da treffen sich immer abends alle. Und ja, Fahrräder kann man mieten. Ja, also es gibt verschiedene Optionen und Möglichkeiten, den Tag quasi sich schön zu gestalten. Ihr bietet auch Ausritte an? Genau, wir bieten auch Ausritte an. Ja, man kann sein Pferd auch einstellen, einen Beritt geben. Auch Optionen machen jetzt neuerdings sehr viele. Also wir haben sehr viele Überwinterer. Das ist so ein neues Konzept. Da wir jetzt mehr Wohnungen gebaut haben, kommt das sehr oft vor, dass Leute überwintern. Also überwintern heißt, sie sind dann zwischen 1, 2 bis sogar 6 Monate fast da. Und mit ihren Pferden reiten, trainieren, haben Spaß und verbringen da den Winter. Und hast du dann noch ein paar Trainer dabei oder wie machst du das? Du kannst ja nicht alles alleine bedienen, oder? Nee, wir haben ein ganz gutes Trainerteam. Ich gucke, dass ich mehr mit ihnen trainiere, mit den Trainern und unseren Praktikanten Unterricht gebe. Und im Alltagsunterricht bin ich eigentlich selten dabei. Also auch, wenn Not an Mann ist oder was auch immer, bin ich dabei. Oder wenn Kunden da sind, die gerne bei mir reiten möchten, kann man das auch einrichten. Aber die Anlage besteht ja eben aus Reitbetrieb, Hotelbetrieb, Restaurantbetrieb, Agrar, Landwirtschaft, Zucht. Ich habe meistens einfach wenig Zeit. Dann muss ich noch meine Pferde reiten. Und ja, der Tag hat halt nur mal so und so viele Stunden. Und das wird dann einfach meistens sehr eng. Wir tun gerade sehr viel renovieren, umbauen, umstrukturieren, das Ganze ein bisschen aufwerten. Und ja, das kostet alles Zeit. Ja, man wird dann am Ende des Tages auch für jede quasi Entscheidung immer wieder gefragt, das. Und so vergehen sehr viele Tage, merke ich, indem ich da einfach in diesem Strudel so ein bisschen gefangen bin. Aber es passiert auch viel und es verändert sich viel und das macht auch Spaß. Kurze Unterbrechung für die Werbung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung oder den Daumen nach oben. Auch über ein direktes, persönliches Lob, mögliche Kritik und Anregungen von dir freuen wir uns. Schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast@amerikaner.gmbh. Du hast eben im Steckbrief gesagt, dein Hobby ist so die Natur. Ja. Was machst du dann? Wandern. Also ich gehe gerne, wandern ist übertrieben, ich bin nicht so der gerne viel läuft, aber ich gehe gerne an schöne Orte und nehme das Fernglas mit, Tiere beobachten. Das habe ich sehr gerne oder mache ich sehr gerne. Früher habe ich auch Tierfotografie gemacht, Vögel und so. Das fand ich immer sehr faszinierend und hat mich immer sehr geerdet und entspannt. Also am liebsten fahre ich dann auch, wenn ich Zeit habe, oben in Berge. Bei uns ganz in der Nähe ist Sierra Grazalema. Das ist so mit dem Auto eine halbe Stunde. Und dann bist du wirklich in ganz anderer Natur, bist wirklich in den Bergen. Und da fahre ich sehr gerne hin. Da gibt es so kleine Wanderungen oder gehst du irgendwo essen oder Aussichtspunkte. Das ist sehr schön. Ich meine, das ist ja eh, ne? Ich habe ja Granada, hast du gerade eben angesprochen, in der Nähe. Und da kannst du ja sogar Skifahren im Winter. Genau. Ne? Also es ist ja wirklich facettenreich, was man dann machen kann, wenn man zu euch kommt. Genau. Zum Urlaub machen. Also zum Skifahren ist jetzt noch keiner zu uns gekommen, aber man könnte es machen. Dafür ist Granada zu weit und dort gibt es ja auch sehr viele Unterkünfte. Ja. Aber ja, man kann natürlich auch Skifahren. Also die Langzeitgäste, die reden darüber, dass sie jetzt Skifahren gehen wollen oder nächstes Mal oder so. Weil für die, die da mehrere Monate sind, ist das natürlich schon ein Thema. Also man kann ganzjährig zu euch kommen. Ja. Schön. Also wir haben eine Woche im Dezembertunnel über die Weihnachtswoche. Und im Sommer bieten wir nur noch ein abgespecktes Verpflegungs- und Reitprogramm da, weil es einfach viel zu heiß ist. Du bist auch Western-Trainer. Du showst aber nicht. Wieso nicht? Also kommt wieder der Punkt Nummer 1 ins,
im Vordergrund. Ich möchte mich gar nicht so präsentieren. Es war noch nie mein Verlangen. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der Hauptgründe. Und dann gibt es noch den nächsten Grund für mich, ist, ich bin nicht so Fan von Turniersport insgesamt. Ich möchte aber jetzt auch nicht Partei ergreifen gegen Turnierreiter oder irgendwas, weil ich finde nicht, dass die Schuld quasi jetzt, oder Schuld, wenn man davon reden kann, oder dass das Ganze darauf basiert, dass diese Menschen das propagieren, sondern das System, was dahinter steht, dass Turniere mit so jungen Pferden, mit so viel Druck ausgeübt wird, finde ich einfach nicht gut und möchte das von meiner Seite aus auch nicht unterstützen. Aber ich glaube daran, dass es an der Zeit ist und ich hoffe da sehr stark, dass du da unser Vorreiter bist, dass es da eine Veränderung gibt in diesem System. Dass wir ein Turniersystem finden, wo sich quasi Freizeitreiter und auch eben die Turnierreiter quasi zusammen wohlfühlen. Und es ist, spricht ja nichts dagegen, dass man Reitturniere macht. Aber sie dürfen meines Erachtens nicht mehr darauf basieren, dass wir junge Pferde so stark in meinen Augen vergewaltigen. Sobald das weg wäre, finde ich die total ansprechend und wieder unterstützenswert. Bis zu dem Punkt bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, möchte ich jetzt nicht unbedingt unterstützen. Was aber wiederum nicht heißt, dass ich die Turnierreiter verurteile, sondern das System dahinter, was schon jahrelang so existiert. Und langsam, glaube ich, ist es an der Zeit, dass man das hinterfragen sollte, ob das noch zeitgemäß ist. Ich glaube nicht. Es gibt ja noch andere Klassen außer junge Klassen. Das stimmt. Aber solange die im Vordergrund stehen und die quasi die Massen bewegen und das Ganze am meisten anschüren, bin ich nicht so Fan davon. Ich finde, entweder man unterstützt oder nicht. Und ich bin nie gerne so in dem Graubereich, wenn es darum geht, irgendwie im Sinne des Pferdes zu denken. Also entweder bin ich dafür oder ich bin dagegen. Was nochmal, ich verurteile niemanden. Ich finde einfach nur, das System an sich sollte einfach mal hinterfragt werden. Und da, denke ich, bist du einer der besten Ansprechpartner. Also in dem Sinne, dass du viel Positives, und ich merke es ja auch, verändern kannst. Also nicht, dass du verantwortlich bist dafür, dass das jetzt so ist, sondern dass du die Fähigkeiten und Möglichkeiten hast, das für uns und für alle und für die Pferde zu verändern. Das ist das Schöne. Also es gibt, ich finde auch, dass es Punkte gibt, die man definitiv verändern kann. Mhm. Und, du bist ja eh schon dran. Ich habe das ja sehr positiv wahrgenommen, dass du da schon dran bist, das zu verändern. Genau, wir haben da auch einige Veränderungen vorgenommen, weil wir da auch keine dreijährigen Prüfungen mehr bei uns auf der Amerikaner mehr haben möchten und ein paar andere Dinge. Mit Stallruhe arbeiten nachts, Nachtruhe. Mhm. Das sind so ein paar Stellschrauben, die wir auf jeden Fall drehen möchten. Es ist halt wirklich eine Ambivalenz immer da, weil man schon auch, ich finde, der Sport ist schon faszinierend. Wir haben ja auch unterschiedliche, wir sind ja total breit gefächert. Auf der Amerikaner gibt es ja halt auch die unterschiedlichsten Varianten im Spitzensport zu sehen, mit den Rinderdisziplinen, im Reining, auch die Allround-Klassen. Aber es ist halt immer so ein schmaler Grat, ne? Ein Sport mit Pferden, also mit Tieren, ist halt, bis wohin gehen sie? Ich habe mit den unterschiedlichsten Trainern jetzt schon gesprochen, die mir gesagt haben, man merkt diesen Kampfgeist auch im Pferd, die so voll mitgehen, die auch Bock haben da drauf. Und es ist natürlich schwierig. Reite ich jetzt so einen, der da voll Bock drauf hat? Mhm. Oder habe ich eher einen, der gerade voll über seine Grenzen geführt wird? Und natürlich, die Verantwortung lastet schwer, als Veranstalter zu gucken, wo stehen wir hier? Genau. Aber irgendeiner muss ja die Verantwortung übernehmen. Das heißt, es ist nicht böse gemeint, aber irgendeiner sollte doch langsam mal einfach in die Richtung. Und du machst es ja auch. Und das finde ich gut. Ich glaube, man ist einfach so in dem Trott drin. Ich auch oder alle. Das ist halt so, war immer so. Ne? Ja, ist doch schön und so. Aber ich glaube wirklich, es ist an der Zeit, etwas zu verändern. Und die Veränderung ist klar, die kann nicht drastisch sein und nicht über Nacht und so, aber Schritt für Schritt. Also mehr würde ich auch nie erwarten. Sowieso, ich würde mich nur freuen, wenn es passiert. Ich erwarte gar nichts. Es ist nur die Frage, grundlegend, solange das so ist, würde ich mich jetzt nicht als Pro-Turnierreiter quasi äußern. Und wenn ein paar Dinge geändert werden würden, würdest du eher schon darüber nachdenken, auch mal Turniere zu gehen? Ja, ich finde es an sich echt eine schöne Sache. Wenn es so ist, dass man sein Reiten präsentiert und sein Pferd präsentiert und das Ganze in einer gewissen, natürlich ist es ein bisschen immer Stressturnier, ganz klar. Da muss man nicht drüber reden, aber solange das Ganze mit einer gewissen Harmonie, Ruhe und positiven Ausstrahlung quasi dargestellt wird, finde ich das voll in Ordnung und vertretbar. Es ist jetzt gerade hier auf der Equitana
in aller Leuts Munde gewesen, das Hobbeln. Ja, habe ich mitbekommen. Da gab es wohl einen Zwischenfall, wenn man das so nennen kann. Wie stehst du dazu? Das Hobbeln? Mhm. Ja, ich hatte damit bis jetzt so gut wie noch nie einen Berührungspunkt. Aber klar, die Situation, ob das jetzt so schlau war, das als auf dieser Messe zu machen, so quasi, das Problem, glaube ich, ist, dass man das so präsentiert, als wäre das jetzt vielleicht so irgendwie wichtig und gut. Ist natürlich schwierig, da jetzt auch irgendwie zu sagen, ja, ist das richtig oder falsch. An sich finde ich es gut, wenn man das präsentiert und in dem Rahmen, dass man sagt, so, das gab es früher mal, das hat man so gemacht, dass man einfach sieht, okay, was ist das? Ob man das jetzt propagieren sollte, das Hobbeln, na, da würde ich auch sagen, vorsichtig. Das also ist vielleicht so rübergekommen in dem Moment. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ich kann mir darüber jetzt auch kein Urteil leisten, wie das abgelaufen ist. Aber grundlegend ist es eine Technik mit Vorsicht, mit der man mit sehr viel Vorsicht quasi betrachten muss. Weil klar, es kann was passieren. Andererseits ist so eine Messe da, um Informationen auszutauschen und Sachen zu zeigen. Und ja, man kann das, glaube ich, auch in dem Maße mal zeigen und sagen, so und so war das früher oder in der Situation wird das vielleicht sogar heutzutage noch gebraucht. Und da ist halt das Problem, dass das Ganze jetzt natürlich direkt in eine sehr negative Richtung geschleudert worden ist, warum auch immer. Also ich war ja dabei und es ging ja dem Trainer auch darum zu zeigen, dass er sagt, okay, das ist traditionell, das hat man früher betrieben. Ich habe Gründe, warum ich das immer noch trainiere. Mhm. Bei meinen Pferden ist mir das wichtig, weil wir immer mehr Wolfszäune haben und ich eine gewisse Unempfindsamkeit an den Beinen hervorrufen möchte, wenn sie sich verheddern sollten. Und sowieso für ihn, er hat da ja mehrere Argumente dazu pro hervorgebracht und mehrfach ja auch mal betont, deswegen war ihm das so wichtig, dass man es halt auch, dass er es professionell betreibt, wenn einen das interessiert und dass man dann, wenn, zu einem Profi gehen muss. Ja, ja, dazu kommt wahrscheinlich, dass das fällt mir immer mehr auf heutzutage in der Pferdewelt, dass sobald gewisse Leute irgendwas finden, woran sie sagen können, ah, guck mal, das ist ganz schlimm, ich bin ja ganz anders, ich bin der liebste und tollste Mensch der Welt, dass da eine sehr starke Energie heutzutage da ist, sich über Niedermachen anderer Menschen zu profilieren, wie gut und toll und ne, super man selber ist. Das finde ich auch ein bisschen sehr stark vertreten und heutzutage in dieser Pferdeszene, ne, diese Menschen, die einfach dann wirklich mit sehr viel Hass und Wut auf andere eingehen, ne, die Situation und sie fertig machen und verurteilen, vernichten, das finde ich dann ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das finde ich sehr übertrieben. Also jeder darf eine Meinung dazu haben, das finde ich auch gut. Also ein offener Dialog wäre da die Lösung gewesen und nicht eine Verurteilung. Weil klar, man kann sagen, ey, ich bin überhaupt nicht dafür, dass mein Pferd hoppelt. Okay, aber ich glaube, der Punkt, dass man einen Menschen total vernichtet und verurteilt, nur weil er es in einem sicheren Rahmen mal zeigt und er scheint sich ja damit auszukennen und hat auch genug Erfahrung, kann man ja wohl wirklich sagen, dass er das auch mal zeigen kann, wie das funktioniert und nicht und dazu eine Erklärung abgibt. Naja, mein Gott, wie gesagt, man kann es gut finden oder nicht, aber deswegen einen Menschen so zu vernichten und zu verachten, das finde ich überschreitet ein bisschen die Grenze, ja, wo man den anderen Menschen einfach ja überhaupt keine Überlebenschance mehr lässt. Ne? Also dafür, also ich sag mal so, ich finde es verhältnismäßig stimmt jetzt nicht mehr die Aktion, ne? Oder die Antwort quasi vom Publikum zu dem, was da war. Also das Verhältnis, wie nennt man? Unverhältnismäßig, ja, genau. Unverhältnismäßig. Ich muss immer noch Deutsch lernen, merke ich. Du bist ja, was bist du denn eigentlich? Also ursprünglich bin ich, bin in Deutschland geboren, dadurch habe ich einen deutschen Pass. Aber ursprünglich meine Eltern, mein Vater ist ja Schweizer und meine Mutter ist halb Schweizerin, halb Ägypterin. Also bin ich eine Mischung aus dem und bin aber eigentlich in Spanien aufgewachsen. Mit 2 Jahren damals sind meine Eltern, also ich war 2, sind sie umgezogen nach Spanien und seitdem lebe ich in Spanien. Also bei mir ist es so, ich habe da auch kein Gefühl, dass ich jetzt Spanier bin oder Deutscher oder Schweizer oder ich fühle mich einfach als Raphael. Ich habe kein Gefühl von Nationalismus oder, also so, wie sagt man, dass ich zu einer Nation dazugehöre oder jetzt, wenn Deutschland Fußball spielt oder der, ist mir alles egal. Hat Vor- und Nachteile. Ich kann nicht mitfiebern bei Fußball oder irgendwas.
Wie viele Sprachen sprichst du? 4. Also nicht fließend, aber ja, ausreichend, sage ich. Deutsch, toll. Spanisch, Englisch, Französisch. Toll. Ich würde gerne noch mal einmal auf einen Punkt eingehen, weil ich den schon sehr präsent finde, dass wir dann doch immer mehr Konflikte sehen, dass sowieso Welten, die aufeinandertreffen, auch auf der Amerikaner nicht ganz so vertreten, weil wir so schon sehr spezifisch sind. Das ist ja eine Western-Reitsportmesse. Mhm. Da sind halt wirklich die Cowboys. Aber überhaupt, was so das Thema Pferd angeht, wird es ja immer schwieriger. Da gibt es einmal die Fraktion, die Tiere sehr schon fast vermenschlichen. Mhm. Und dann gibt es natürlich versus Sport, der auf der anderen Seite steht. Genau. Wie ist deine Meinung so dazu? Ja, da kommen wir wieder auf den Punkt. Es gibt heutzutage keine Plattform, die diese beiden Ideologien quasi verbindet. Ich glaube, sie sind zu verbinden. Ich glaube, wir müssen sie verbinden. Wir müssen diesen Weg finden, auch wenn es schwierig wird und vielleicht mal hier und da eine Sackgasse gibt. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Und das ist das, was ich meinte. Man müsste eine Plattform erschaffen, wo eben Turnierreiter quasi ihren Sport weiter betreiben können, ihre Erfolge haben können und sich dann so Menschen, die, wie du gerade sagst, vielleicht ein bisschen zu extrem pro Vermenschlichung sind. Das war jetzt eine Spitze, ne? Ja, ja, sage ich ja auch. Aber sagen wir mal, es gibt ja auch diese, sagen wir mal, einfach mal sehr softere Version dessen, wie man mit Pferden umgeht und dann als Gegenpendant, wenn man das so sagen will, ne? Man muss jetzt ja wirklich aufpassen, was man sagt, aber ja, sind die Sportreiter. Ja, aber es ist alles verbindbar. Also ich glaube sehr fest dran und hoffe, dass das bald passiert, dass wir da eine Plattform finden, wo sich beide wohlfühlen, wo es wieder ein Miteinander gibt. Weil dieses Gegeneinander, das bringt niemandem was, auch den Pferden nicht schlussendlich. Also Menschen, die sich mit Hass begegnen, auch wenn der eine was Gutes will in seinen Augen, der andere eigentlich ja auch, weil keiner will ja was Schlechtes, das ist ja das Witzige an der Sache. Beide hassen sich quasi oder haben einen Konflikt und jeder will ja eigentlich nur das Beste für sich und sein Pferd. Nur jeder hat halt eine andere Vorstellung davon. Und vielleicht sind Turnierreiter ein bisschen auch leider Gottes eben dadurch, dass das ganze Turnierwesen so aufgebaut ist, in der Position, dass sie ja gewisse Sachen machen müssen, um erfolgreich zu sein. Aber wenn man da eben eine neue Option bietet, wo man auch erfolgreich sein kann, wo man gar nicht mehr diese frühe Training, dieses Überlasten der Pferde anwenden muss, um Erfolg zu haben, ja, dann sind doch alle glücklich. Und die Pferde am meisten. Das sollte unser Ziel sein, glaube ich. Mhm. Nicht weiter darauf eingehen, dass wir quasi alle getrennt sind, sondern schauen, wo können wir denn zusammengehen. Wo ist unser Ziel, wo wir alle zusammen hingehen können und uns glücklich und wohlfühlen, unsere Pferde auch. Ich bin eher immer dafür, den Fokus aufs Positive zu richten, als mich auf das Negative zu konzentrieren. Weil dann werden wir uns weiter im Negativen bewegen. Mhm. Wahre Worte. Ich möchte nochmal ganz kurz auf deinen Cisco eingehen. Warum ist das für dich dein The Special Horse? Im Konkreten kann ich es nicht definieren, aber ja, doch, ich habe mit ihm zusammen am meisten gelernt. Das ist es vielleicht. Also mit ihm hatte ich die meisten Schlüsselerlebnisse. Ist er ein Quarter oder was war das? Ja, war ein Quarter, ja, genau. Er hat mich zum ersten Mal, das war dieses Umdenken. Also, glaube ich, gibt für jeden Trainer einen Moment im Leben, wo du aufhörst, quasi Sachen, die du gelernt hast, zu benutzen, sondern und anfängst selber zu denken. Und dann, glaube ich, also andere Wege zu finden. Also ich weiß nicht, ob das jeder macht oder nicht. Aber für mich war das so ein Weg mit ihm zusammen. Ja, und auf einmal war dieser, also ich kann mich an keinen genauen Moment erinnern, aber dass ich versucht habe, ihn besser zu verstehen und nicht das Erlernte quasi zu fordern und abzuspulen, sondern mehr auf sein Wesen einzugehen und diese Rückinformation zu analysieren und daraus wieder zu schließen, was meine nächsten Handlungen sind. Und einfach so Aspekte wie seine Energie, sein Gemütszustand, seine körperliche Verfassung, seine Konzentration, all das die ganze Zeit zu analysieren und mit einfließen zu lassen in meine nächsten Entscheidungen. Und das hat dann einen Riesenschritt für mich persönlich gemacht, im Sinne Pferde verstehen, Pferde trainieren, Ziele erreichen mit Pferden. Weil auf einmal, wenn die Pferde merken, dass du auf all diese Befindlichkeiten eingehst, fühlen sie sich viel verstandener, entspannen sich sofort, oder sofort, bei einem dauert es mehr, bei einem anderen weniger, länger. Bei einem dauert es
länger. Kürz, kürzer, schnell, ja, haben wir schon verstanden. Und, aber ja, das ist auf jeden Fall für mich das größte Schlüsselerlebnis gewesen im Sinne von Reiten, Pferde, Pferdeumgang, mit Pferden arbeiten. Und das hatte ich dann mit ihm, ja, deswegen. Und seitdem hat sich mein Bild oder meine Arbeitsweise mit Pferden komplett verändert. Also wenn ich auf ein Pferd steige, ist immer das Erste für mich erstmal spüren. Also nicht direkt loslegen, sondern ich fange an so zu spüren, ja, wie, ne, wie ist seine Konzentration? Hört er mir zu? Ist er müde? Hat er zu viel Energie? Ist er sauer? Ist er zu fröhlich? Ne? Also will er gleich los? Oder? Und das alles halt aufzusaugen die ganze Zeit und dann mit sehr wenig probieren, ihm die Rückmeldung zu geben, dass ich das wahrnehme und dass ich jetzt zum Beispiel gerne hätte, dass wir das und das so zusammen machen. Und ja, es ist irgendwie viel entspannter geworden durch das Reiten für mich. Als wenn ich mit einer festen Schablone mich aufs Pferd setze und sage so, hier ist die Schablone, ich drücke die jetzt langsam so nach unten in dich rein, ne, sozusagen. Jetzt musst du dich anpassen. Na, dann, glaube ich, eben entstehen die meisten Konflikte, weil vielleicht gibt es ein paar Informationen, die er mir gerade gibt, die ich nicht in diese Schablone mit eingebaut habe, dadurch werde ich natürlich anecken. Und anecken bedeutet Konflikt, Konflikt bedeutet Stress, Stress bedeutet Training wird nicht so erfolgreich. Du bist ja jetzt in, welche Disziplin beim Westernreiten gefällt dir denn? Hast du da irgendwas? Also wenn du Western, ja, auf jeden Fall die Rinderseite. Weil wenn du sagst, ich bin Western-Trainer, dann hast du ja so eine gewisse, bleibst du dann immer nur in den Basics oder trainierst du auch Manöver? Doch, oder? Auch. Die Manöver finde ich, ich habe nichts gegen. Reining ist so schon die Grundlage, die ich am meisten trainiere. So. Aber weil das Ziel ist es dann schon immer mit der Rinderarbeit weiterzumachen. Also das ist schon das, was mich am meisten fasziniert. Klar, weil das dem Pferd auch einen Sinn gibt. Ich glaube, das haben wir auch letztens vor ein paar Tagen mal besprochen. Der Unterschied für mich beim Pferdereiten und Training ist, wenn ein Pferd den Sinn und Spaß erkennt an der Situation, hast du ein ganz anderes Pferd unter dir, als einen, den du einfach... Du sagst ja, hier stoppen, hier wenden, hier Galopp, hier Spin, hier das oder hier bei der Dressur, hier Seitengang, hier Dings. Es ergibt keinen Sinn für ihn. Da kann mir jeder sagen, was er will. Es ergibt keinen Sinn. Also so viel traue ich mir selber zu, dass ich sagen kann, es ergibt für Pferde keinen Sinn. Vor allem, wenn du mal siehst, wenn sie den Sinn erkennen, wie sie arbeiten, was das auf einmal für ein Multiplikator ist, dann kannst du auf einmal, glaube ich, schon den Unterschied erkennen. Ah, okay. Auf einmal kommen da Sachen und Bewegungen aus dem raus, die habe ich so noch nie gesehen oder gespürt bei ihm. Aber weil er auf einmal mit Herz und Seele dabei ist und will und Spaß hat und Freude. Working Equitation löst das auch aus bei Pferden. Habe ich auch gelernt. Ja, aber da muss ich so kurz ein bisschen einhaken, weil ich weiß, ich hatte jetzt auch schon Gespräche mit den verschiedensten Reining-Trainern. Mhm. Und der eine oder andere hat mir schon gesagt, da gibt es welche, die gehen voll mit. Die gehen auch voll in die Vollen. Und das kann ja dann eigentlich auch nicht sein, dass sie es dann tun. Die werden ja nicht gezwungen, sondern die wissen dann, okay, dass das das Ziel. Vielleicht werden die am Rind noch geiler. Vielleicht werden die am Rind noch geiler. Vielleicht werden sie am Rind noch geiler, genau. Das weiß ich nicht. Also ich kann ja auch nicht für alle reden und jedes Pferd bin ich auch nicht geritten. Ja. Aber das ist meine Erfahrung. Mhm. Doch, daran glaube ich. Aber klar, es kann auch Pferde geben, die total, die Linien werden ja immer spezifischer gezüchtet und vielleicht hat sich das mittlerweile bei den Pferden so verankert schon, dass sie da wirklich Spaß dran haben. Aber ich bin trotzdem pro sinnvolle Aufgaben in dem Sinne, dass man, da ist was sich bewegt, lauf hinterher, ich kann stoppen oder da sind Hindernisse. Also es ergibt für mich ja auch mehr Sinn im Kopf. Also, ja. Ich würde auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass wir die breite Masse treffen, wenn wir diese motivierenden Aufgaben nehmen. Ob es dann Ausnahmefälle gibt, die lieber Reining alleine rennen und Spaß haben. Kann sein, aber ich möchte ja den meisten Fällen helfen oder in einen Sinn gehen. Kommst du dieses Jahr zur Amerikaner? Wahrscheinlich, ziemlich sicher. Was ist die Amerikaner so für dich? Weil es ist ja jetzt ein Amerikaner-Podcast und natürlich würde ich gerne mit dir auch einmal über die Amerikaner sprechen. Was findest du, macht die Amerikaner für dich aus? Was macht sie so besonders oder nicht besonders? Wie ist deine Haltung dazu? Also für mich ist es immer so ein Ort, wo man viele Menschen trifft, die einem über die Jahre einfach ans Herz gewachsen sind. Und es ist so ein Familientreffen, kann man fast sagen. So, naja, Familie ist ein bisschen übertrieben, aber doch, irgendwie fühlt es sich ja fast so an. Man trifft viele Gleichgesinnte und es ist auch eine schöne Stimmung. Also ich finde, das Schöne an der Amerikaner ist, es ist sehr familiär.
Ja, also die Messe hat so eine ideale Größe, dass man dann trotzdem viele breitbandige Aspekte hat, ne? Aber trotzdem noch einen Kern und so ein familiäres Gefühl. Und das finde ich sehr schön. Da triffst du ja auch viele Sportler, ja, mit denen du ja zum Teil. Doch, also wie gesagt, viele gute Freunde von mir reiten Sport. Ich verurteile die in keinster Weise, im Gegenteil. Gute Freunde, sind alles super Reiter, sind alles nette Menschen, sind alle pro Pferd. Also das, wie gesagt, da hapert es nicht dran. Wenn du die Möglichkeit hättest, das ist eine Fantasy-Frage, den 18-jährigen Raphael Disley auf der Straße wiederzutreffen, was würdest du machen? Würdest du ihm irgendwas sagen? Würdest du ihm einfach nur zuwinken? Würdest du ihm irgendwas raten wollen? Ich weiß gar nicht, ob es gut wäre, mir was zu raten. Ich glaube, ich bin dadurch so geworden, weil ich die Ungewissheit überwunden habe, ganz oft. Wüsste ich schon, dass ich es überwinde, würde es mich vielleicht gar nicht so stark verändern. Oder zu dem Mensch machen, der ich heute bin. Mit der Ruhe, die ich jetzt habe, weil ich weiß, okay, ich kann Situationen überwinden, auch wenn sie schwierig sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Lernprozess gewesen in meinem Leben. Den würde ich mir nicht nehmen wollen. Raffi, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Und, mich hat es auch sehr gefreut. Wenn man natürlich... So früh am Morgen. Das war schon recht früh. Wenn man bei euch Urlaub machen möchte... Genau. Ja, dann kann man das ja googeln. Ja, ganz leicht. In der Homepage. Disley.net. Und schon ist man da. Perfekt. Und ansonsten kann man natürlich auch ganz Amerikaner kommen im September. Mhm. Da kann man dich dann auch treffen. Kann man mich mal live und in Farbe sehen. Ja. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Ne? Danke dir. Tschüss. Das war der Amerikaner-Podcast, eine Produktion der Amerikaner GmbH.